Hallo Freunde des gepflegten Spielzeugsammelns. Ich bin der Sebastian von PlanetEternia.de und ihr seht es, heute packen wir Thunder Punch He-Man aus von Masterverse New Eternia. Ja Mensch, New Eternia mag ich, Thunder Punch He-Man mag ich. Win-Win-Situation, oder? Finden wir heute heraus. Diese Figur, dass ich die überhaupt jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme da habe, ist für mich schon eine riesen Überraschung gewesen, denn die anderen drei Figuren, Leech, Hordak und Cyclone, die gibt es bei Smith Toys. Und ich bin hingefahren, habe die drei geholt, noch gedacht, hä, wieso, fehlt der jetzt ausgerechnet? Und ungelogen, ich komme nach Hause und an der Tür steht ein Paket von Mattel Deutschland, wo er hier drin war. Das ist eine coole Sache natürlich, ich habe mich sehr gefreut, muss ich nicht mehr kaufen. Aber das zeigt auch, die Figur, die kommt ein bisschen später in den Handel als die anderen drei scheinbar, aber ist schon unterwegs. Okay, fangen wir mal mit der Box wieder an. Ihr wisst es, ich mag dieses neue Boxendesign total. Es gefällt mir viel besser als die früheren Designs von den Masterverse-Figuren. Die knallt einfach richtig geil. Und sie ist immer noch wieder verschließbar, wohlgemerkt. Ja, dieses Sichtfenster, das könnte etwas größer sein. Die Figur könnte noch ein bisschen besser zu sehen sein. Aber dafür wieder endgeiles Artwork. Wieder von Simon Egger, Thunder Punch He-Man, haut New Eternia Skeletor auf die Glocke. Da bin ich schon wieder begeistert, weil dessen Design mag ich auch total. Und hier ein bisschen Snake Mountain Elemente, die Schlange, das Wolfsgitter ist auch noch dabei. Und Buchrückenmotiv. He-Man in fast schon Marvel-Superhelden-Pose, haut auf den Boden drauf. Ja, ist doch eine coole Sache. Also mir gefällt das richtig gut. Und ja, ich habe hier oben schon aufgemacht. Also das ist wieder was, ich habe schon ein bisschen was vorbereitet. Eigentlich sollte man hier unten eher öffnen, dann kann man das ganze Zeug leichter rausnehmen. Aber ich habe einfach mal oben geöffnet und Haltebänder entfernt. Und da kann ich auch direkt was zu sagen. Dieser Schild hier, der geht super leicht raus. Also da würde ich an eurer Stelle ein bisschen aufpassen, wenn ihr die Figur holt. Es kann durchaus sein, dass der Schild da ein bisschen verrutscht. Und das ist eine Ironie, denn ich habe hier alle Haltebänder schon gelöst für die Figur. Die war wieder mit mehreren festgemacht. Und ausgerechnet der Schild, der dieses Mal tatsächlich mal ein Halteband gebraucht hätte, der war nicht befestigt. Oh, jetzt habe ich fast das Zubehör hier vergessen. Habe ich auch schon vorbereitet. Ist ja normalerweise immer in so einer Papiertüte drin, alles da, ja, habe ich schon mal rausgenommen. So, dass wir uns ein bisschen Zeit sparen. Jo, und dann haben wir die Figur schon da. Und dann nehme ich auch direkt mal den Moto Classics Thunder Punch He-Man dazu. Der hatte schon ein paar Sachen ein bisschen vorgegeben, die wir hier auch nochmal sehen werden. Und ihr seht es hier aber, seine Haut, die war relativ blass und auch dieser Thunder-Effekt, den sie hier zum ersten Mal erfunden hatten, der war ein bisschen blass. Hier haben wir wirklich sehr kräftige Farben überall und ach, da kippt er schon wieder. Das ist der Nachteil hier. Lockere Gelenke bei den Moto Classics waren gar nicht mal so unüblich. Hier die Gelenke, die sind wieder alle relativ fest. Und ihr seht es hier, es ist ja eine New Eternia-Figur. Deswegen hat er hier diese Armschiene neu bekommen, um die Arme zu verstärken. Aber für die Beweglichkeit tut das keinen Abbruch. Also der kann hier ohne weiteres seine Arme weiterhin bewegen. Und ja, die Knie und Ellenbogen, die sind wieder ein bisschen festgemacht, aber gehen schon grundlegend. Und wir haben auch hier wieder das System, die neuen Hüftgelenke, die Beine lassen sich ein bisschen raus und reinziehen, je nachdem, wenn man die Pose ein bisschen verändern möchte dabei, ist soweit in Ordnung. Ja, wir haben hier ansonsten aber ein relativ klassisches Design. Wir haben hier einen sehr dicken Rucksack, der im sehr klassischen Look gemacht ist. Und wir haben auch ansonsten relativ wenige neue Teile. Also außer seinen neuen Klamotten ist alles schon altbekannt. Hose, Stiefel etc. Selbst der Kopf, den kennen wir, nämlich von New Eternia Faker. Ein echtes Highlight meiner Meinung nach letztes Jahr gewesen. Und sie haben den Kopf recycelt. Passt ja soweit, wenn man einen Faker-Kopf nimmt. Aber, das ist hier echt ein negativer Punkt, He-Mans Augenbemalung. Ist wirklich nicht gut gelungen. Und ich weiß, selbst bei den Prototypbildern haben viele schon über den Kopf gemotzt. Ich habe die Figur auf der Nürnberger Spielwarenmesse gesehen. Ich fand den Kopf eigentlich ganz okay, aber jetzt sind die Augen auch in der Serienproduktion nicht so gut bemalt. Und ja, ich weiß, Uschi Glas und etc. Also ich weiß nicht, ob er wirklich wie Uschi Glas aussieht. Ich habe eher das Gefühl, er sieht aus, als wäre er auf einer Koksparty zu lange gewesen. Schwierig. Also irgendwie tut sich Mattel immer noch damit schwer, einen wirklich schönen Kopf für die Figur zu bringen. Und ich habe da tatsächlich auch schon andere Köpfe ausprobiert gehabt, als ich den schon ein bisschen vorbereitet habe. Man muss ja wissen, wovon man hier redet. Ich habe den allerersten New Eternia He-Man Kopf mal draufgesetzt.
Ja, ein bisschen kleiner ist. Ja, ist nicht verkehrt, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und dann habe ich noch den 40th Anniversary He-Man genommen, dessen Kopf draufgesetzt. Leider ist die Haut schon mal zu hell und irgendwie. Nö, also. Ich brauche wirklich hier noch irgendwie einen anderen Kopf, muss ich sagen. Das ist halt leider wirklich sehr schade, obwohl ich die Modellierung, wie gesagt, total gut fand. Bei Felga hat es so perfekt ausgesehen, aber hier haben sie halt doch wieder an der Augenbemalung gefehlt. Naja, machen wir erstmal mit der Figur weiter. Generell, die Klamotten lassen sich auch abnehmen. Kann ich euch dann auch nochmal zeigen, wenn ich hier die Armschienen abnehme, machen wir mal am Ende. Und der Rucksack, der wäre auch abnehmbar, hat hier ein Gurtsystem, lässt sich überstreifen. Also grundlegend, wer jetzt diese Grundfigur für irgendwas anderes haben möchte, oder das Zubehör bei einer anderen Figur nutzen möchte, das geht. Die Armreifen, die sind auch locker, da kann man schon gut variieren. Genauso wie mit dem Zubehör. He-Man hat natürlich sein Zauberschwert dabei. In Gold, es ist die New Eternia-Version. Sie haben hier die Lederriemen extra in einer anderen Farbe gemacht. Sie haben hier eine leichte Goldlackierung gemacht. Ist nicht super glänzend oder so, aber erfüllt seinen Zweck. Ich finde, das sieht eigentlich schon ganz gut und edel aus. Und das kann er dann natürlich in die Hände nehmen. Da muss ich direkt noch was zeigen. Denn He-Mans Hand, ja, hat die I have the power Gelenke. Jawohl. Also ich meine, es ist nie so hundertprozentig, aber es ist doch schon ziemlich geil, oder? Also das hier gehört einfach fest dazu. Ich finde es schön, dass sie die Hand benutzt haben. Genauso sollte es sein. Die andere Hand hat die Innen-Außen-Gelenke. Das geht auch, aber ah, cool. Coole Sache. So. He-Man hat auch natürlich seinen Schild dabei. Ihr seht es, hier ist das neue Wappen sogar mit drauf. Der Schild, der wird an die Armschienen angepinnt. Der hat keinen Griff dieses Mal, sondern er hat einen Pin und innen drin ist es auch sehr schön modelliert. Das Einzige ist, es fehlt hier ein bisschen eine Glanzbemalung. Man sieht hier das Vac Metal, das war hier eine Beschichtung drauf bei He-Man, wie es früher auch sein sollte oder früher gewesen ist. Das war schön, sehr glänzend, sehr flashy. Hier haben sie es leider nicht gemacht, das haben sie dort eingespart. Beim Prototyp war es noch etwas glänzender, bleibst du wohl stehen. Da war es noch ein bisschen glänzender. Schade, dass hier weniger Farbe ist. Aber ich zeige euch mal hier. Schild kann man hier an beide Armschienen links oder rechts dran machen. Machen wir es einfach mal hier dran. Könnt ihr jetzt so halten, so wie auch immer, kann man da drehen. Gute Sache dabei. Aber damit nicht genug. Auf der Rückseite hat He-Man an seinem Drehknopf, zu dem wir noch kommen, auch eine Halterung, wo der Schild dran kann. Und das finde ich richtig geil, die Idee. Ich meine, gut, so kann er sich schlecht im Bus hinsetzen, aber wenn er mal irgendwo unterwegs ist, ja, coole Sache. Mir gefällt es richtig gut. Der Schild hat natürlich auch noch andere Funktionen, kommen wir gleich dazu. Aber erst einmal, He-Man hat nicht nur Greifhände, er hat, und das ist bei dieser Figur natürlich wichtig, auch Fäuste dabei. Ihr wisst es, von den Wechselhänden bin ich meistens nicht so angetan, wo ich mir dann oft denke, ah, die sind dann eher ein bisschen witzlos in ihrer Gestaltung, weil es meistens dieselben sind. Aber ganz ehrlich, wenn einer zwei Fäuste braucht, dann ist es Thunder Punch He-Man. Zwei Greifhände, zwei Fäuste, perfekt, wunderbar. Und dann hat er hier auch zwei verschiedene Donnerfaust-Effekte. Ich habe es hier schon gezeigt. Das war der erste Effekt, den es jemals bei Thunder Punch He-Man dabei gab. Sah ein bisschen wie Rotze fast aus von der Gestaltung, aber trotzdem cool. Die hier, die sind sehr dick und sind auch noch unterschiedlich modelliert. Es ist nicht zweimal derselbe, sondern es sind zwei verschiedene. Passen auch wahlweise an die Fäuste, wie man es möchte. Kann man also wechseln und drehen, wie man will. Aber grundlegend, man klemmt sie hier an und He-Man kann zuschlagen. Es sieht ein bisschen aus, als hätte er leichte Stummelarme, weil die so weit über die Hände gehen, aber trotzdem grundlegend, hey, zwei Effekte sind besser als einer und einer ist besser als keiner. Ich finde es gut, dass die dabei sind. Und damit nicht genug, wir haben auch noch sogenannte Caps Wings. Ja, das sind diese Knallringe, die kennt ihr von den Spielzeugpistolen. Die waren ja wichtig für den alten Thunder Punch He-Man in den 80er Jahren. Die wurden dann reingemacht und dann hat er geschlagen, dann hat es Knall gemacht. Das sind natürlich keine echten, die sind aus reinem Plastik. Die Rückseite, die ist hier ein bisschen ausgehöhlt. Mir fehlt ein bisschen hier an der Spitze weiße Farbtupfer drauf, dass die dran wären. Haben sie bei der Moto Classics Figur damals auch schon eingespart gehabt. Aber es sind, wie ihr seht, zwei verschiedene, ein roter und ganz neu ein goldener.
Könnte man jetzt natürlich auch irgendwie als besonders was für ein Ding nehmen. Vielleicht als Pseudokrone passt wenig drauf, aber bei einer anderen Figur. Aber natürlich kann man die auch, wie es früher war, in den Schild einsetzen. So, seine Halterung, dann passt das da rein. Und in den Schild kann auch das Schwert eingesetzt werden. Sehr gute Halterung und ich finde, das sieht richtig cool aus. Diese Eigenschaft des Schildes hat mir schon immer super gut gefallen. Und hier haben sie es wirklich sehr schön umgesetzt. Also mir gefällt das einfach sehr gut, wie das aussieht. Und wie gesagt, jemand kann hier hinten alles transportieren. Mit dem goldenen Ring geht es natürlich genauso wie mit dem roten, kann hier reinpassen, ohne weiteres. Und dann haben wir aber auch noch den Rucksack dabei. Und der Rucksack, der hat auch tatsächlich Simulation des Action-Features. Man kann hier an den Ring drehen, an den Ring sage ich schon, am Knopf drehen und es macht Klack. Ja, ganz ehrlich, das ist kein Donner-Effekt, aber bei Masterverse ist es ja für mich dann eher so, dass ich sage, okay, da wurde ein bisschen was für den Gag reingemacht. Das ist für mich schon in Ordnung, wie sie das gemacht haben. Ich finde übrigens den Rucksack auch sehr schön modelliert, dass der jetzt Klick macht, wenn man dreht. Warum nicht? Und er lässt sich auch aufdrehen. Das Coole ist, wir haben hier im Inneren eine Art Simulation des damaligen Metallringes, den es gab innen drin, wo man den Capsring reingemacht hat. Das hier ist kein Metall, es ist graues Plastik, aber sieht fast wie Metall aus und hat hier auch das Wappen von Wamans Extra-Rüstung von New Eternia. Es ist ja ein bisschen die Battle Armor, Battle Armor sage ich schon, die Battle Ram-Fratze hier drauf gewesen. Finde ich sehr cool, dass sie das hier adaptiert haben. Gefällt mir richtig gut. Übrigens, Raman war ja eine meiner Lieblingsfiguren letztes Jahr. Passt unbedingt auf die Hosen auf. Die sind wirklich massiv porös. Das ist leider ein sehr großes Problem bei der Figur geworden. Sehr schade. Aber ich verplapper mich schon wieder. Man hat hier natürlich jetzt auch die Möglichkeit, ich nehme mal den goldenen, hier einen der Ringe reinzumachen. So, ist drin. Schön modelliert hier auch wieder. Macht man rein. Und fertig. Hier ist ein kleines Sichtfenster. Da sieht man sogar, welchen man drin hat oder ob man einen drin hat, wenn man es vergisst. Das heißt also, He-Man kann sein komplettes Zubehör, mal abgesehen von den Wechselhänden, durchaus mit sich nehmen. Kann man hier hinten drauf machen, hier irgendwie dran. Man kann den auch Schild dann auch so drehen, dass die Donner-Effekte drauf passen. So weit, so gut. Und ich bin halt einfach ein Zubehör-Junkie. Mir gefällt das halt mega gut dabei. Jo. Dann mache ich doch jetzt mal die Schienen hier ab. So, habe einen Vorlauf gemacht, weil das ist echt eine Fummelei, die gehen nicht so ganz leicht ab. Je öfter man es macht, desto leichter ist es vielleicht, wenn das Material ein bisschen flexibler wird. Aber hier an den Oberarmen, das hält schon gut fest. Aber ihr seht es hier, jetzt haben wir Thunder Punch He-Man tatsächlich in einem sehr klassischen Look. Und wie gesagt, wenn man jetzt einen anderen Kopf noch drauf macht, dann hätte man das tatsächlich ganz gut simuliert soweit. Also, man muss ihn nicht in der neuen Version haben, man kann ihn auch sehr klassisch aufbauen. Einziger Nachteil, der Schild kann dann nicht gehalten werden. Also das ist wirklich ein bisschen schade, dass er dann nicht den Schild auch noch tragen kann, außer natürlich am Rucksack. Aber trotzdem, man kann das soweit dann erledigen. Ja, und so ist für mich letzten Endes diese Figur schon ziemlich geil geworden. Aber der Kopf, ah, es tut mir leid, Mattel, aber an dem Kopf hätte man unbedingt arbeiten müssen. Es ist halt nicht so, dass das jetzt irgendwie nur ein Stiefel ist, der nicht so ideal gelungen ist. Der Kopf, der fällt halt als erstes auf und an dem hängt natürlich auch ein gewisser Gefallen an der Figur. Wenn ich da jetzt einen anderen habe, ich brauche unbedingt einen anderen, dann ist die Figur für mich schon sehr, sehr geil. Die hat auch einen schönen Wash hier bekommen, auch am Torso und so. Also man merkt, dass Mattel hier wieder mehr Aufwand betreibt und das ist eine schöne Sache, aber da muss der Kopf auch passen. Und die Modellierung gefällt vielleicht dem einen oder anderen nicht. Ich finde, es liegt vor allem aber an der Bemalung, die nicht so ideal gelungen ist. Und von daher ist das für mich tatsächlich der große Negativpunkt bei dieser ansonsten Figur, die ich, vielleicht bin ich voreingenommen, weil ich Thunder Punch He-Man liebe, aber ich will die eigentlich total mögen und ich mag sie auch, wenn ich das hier verdecke. Wie geht es euch dabei? Findet ihr den Kopf auch kürzer und den Rest der Figur so geil wie ich? Oder sagt ihr, ja, insgesamt ist es irgendwie nicht so die Figur, wie ihr es gut findet? Teilt es gerne in den Kommentaren mit. Lasst auch gerne ein Abo da und den Daumen. In diesem Sinne, tschüss, bis bald und gute Reise.